Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Silver! Yeah! Für den Game Boy Color und so. Ja, was haben wir denn letzten Part gemacht? Ich stehe in Azalea City und habe ich den Orden? Nein! Mr. Titan, was hast du getan? Ich glaube, ist ein Level aufgestiegen. Ah ja. Gut, ist mir egal, ich mach die Arena. Tschüss. Ist mir doch egal. So, ich mach die Arena. Ist mir egal. La 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 la. Kann ich doch wohl nicht etwa mal die Arena machen? Das wäre ja fantastisch. Fände ich gut. Zwillinge Eva oder möchten kämpfen. Leberak! Level 10. Oh, oh, oh. Oh, ist ja doch ganz schön stark. Aber ich glaube, Hutun und Iglava werden die Arena eh rocken. Denn das ist eine Käfer-Arena. Da werden wir einfach nur so durchrushen, würde ich mal sagen. Tackle! In your face! Und Erfahrungspunkte, Level 16. Ich glaube, Level 20 entwickelt... Hypnose! Ah, ich glaube, das lerne ich doch mal. Habt ihr ja gesehen, aber ein Nebulak, das ist ganz nützlich manchmal. Ich mache Heule weg. Er lernt Hypnose. Ledibar vernichten wir auch. Kein Problem. Aber ich glaube, Ledibar wird den Schnabel auch überleben, denn Ledibar hat eine gute Verteidigung, glaube ich. Okay, ich habe wieder Müll erzählt. Okay. Kennt man ja von mir. Wurden besiegt. Oh, Wildwild! Ja. Genau. Hallo, Gegner. Ja, in der Arena sind noch so ein paar Gegner. Das ist die Fliegmaus gerettet. Ja, anscheinend habe ich das gemacht. Eigentlich ja nicht ich, aber Herr Titan, aber ne, ja, ihr kennt es ja. Entschuldigung, da musste ich mal husten, tut mir leid. Paras, das ist ein Käferpflanzpunkt und das wird One-Hit sein mit Schnabel. Weil Vierfachschwäche und so. Pam. Wusste ich doch. Schön. Und viel Erfahrung. Lalala, lalala, blablabl. So, hallo, na? Käferbogen entwickelt sich sehr früh. Das heißt, sie werden auch schnell stärker. Ja, wenn du meinst. Tam, tam, tam. Ein Hornjoch ist ja putzig. Putzig? Hut, hut. Schnabel. Yeah, voll gebamst, Alter. Und wetten, du hast ein Hornju? Ein Hornju. Kokuna, natürlich hat er einen Kokuna. War ja klar, dass du Kokuna hast. Dann hast du bestimmt auch noch einen Bibor, wie ich dich kenne. Das ist nämlich die Weiterentwicklung von Kokuna. Denn Hornio ist eins der zwei Pokémon, die sich auf Level... Nein, der drei Pokémon, die sich auf Level 7 entwickelt und dann nochmal auf Level 10. Ist ganz interessant. Und da kommt wirklich Bibor. Da hole ich jetzt aber Ekelama raus, weil das ist... La 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 la. Und ich habe gerade was gesehen. Moment mal. Nee, ich dachte gerade, er hat meinen Mirapla abgelegt. Warum auch immer ich jetzt das nicht gesehen habe, egal. La, 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 la. Da hat er sich also auch von seinem Multilamp verabschiedet. Aha, das finde ich ja interessant. Ja, ja, ist ja echt gut. Lass mich doch in Ruhe kommen. Kann das eigentlich auch zu Keep schon? Nein, natürlich nicht. Tam, tam, tam. Bibor! Die Attacke ist sehr effektiv. Und massig Erfahrung. Käfersammler Axel wurde besiegt. Entwicklung allein ist noch nicht genug. Hast du recht, Junge. Lalala, la, hallo, na? Ja, ja, Käferfumo sind cool. Ja, ja, ja. Pflanzen sind viel cooler, mit das weiß, Kollege. Ich mag Pflanzen-Pokémon. Habe ich fast in jeder Edition mal in jedem Team Pflanzen-Pokémon. Hutun, mach's platt, dieses Raubi. Vernichte es. Na, ja, fast. Tackle! Mach ich doch gleich mit. Tackle! Bam! Zack die Bohne. Was kommt jetzt noch? Olio? Natürlich. Nö, da bleibt Tutu da. Schnabel! Komm, das wirst du schaffen. Komm, komm, komm. Yeah! Schön, Hutut. Bist toll, Hutut. Ich mag dich. Ganz tolle. Kämpfst bei mir, ja, gut, er besiegt. Was, wie intakt du bist? Blablabla.
So, und jetzt machen wir jetzt noch auf an den Arena-Leiter. Ich bin ja gespannt, ob ich ihn beim ersten Mal packe. Ah, ich bin zuversichtlich. Ich bin Kai, ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Ja, dann mach mal. Tam, tam, tam. Sieht aus wie ein Mädchen, aber egal. Leiter Kai möchte kämpfen. Schickt Safcon in den Kampf. Safcon. Hut, Hut. Schnabel. Safcon dürfte kein Problem sein. Das kann ja eigentlich nur Herr... What the fuck? Ich wollte schon sagen. Ja, Fadenschuss ist ein bisschen böse. Denn ich weiß, was danach noch für ein Pokémon kommt. Und da habe ich ein bisschen Angst davor. Wenn vor allem meine Initiative gedenkt wurde. Aber egal. Das werde ich schon irgendwie schaffen. Reicht Level 17 übrigens. Da kommt jetzt gleich das Pokémon, was ich meine. Sichlor, da ist es. Das ist ein schönes Pokémon. Sichlor! Und da setze ich aber mal Hypnose ein, denn das Vieh kann Zornklinge, das tut weh. Und Hypnose hat getroffen, herrlich! Übrigens ein Käferflug-Pokémon. Und wie ihr seht, das sieht schon mächtig aus, also das ist auch mächtig. Also ja... ist schon ganz in Ordnung. Gegnerisch Sichlor schläft tief. Schnabel. Wow, und Hutut rockt hier alles weg! Wow, Hutu, du bist einsame Spitze. Pam! Schön! Einfach mal das Sichlor vernichtet. Und 640 Erfahrung. Wow, also Hutu, das war gut. Vor allem, dass ich zuerst Dingens gemacht habe, wie heißt? Hypnose, das war ein guter Zug. Und jetzt ist nur noch ein Kokuna übrig, das ist kein Problem. Komm, nix, Leute. Das ist wirklich nix. Giftstachel! Du mich jetzt vergiftet hättest, ne, hätte ich dich hier verklagt. La 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 la. Dein Glück, Kollege. So, und damit hätte ich auch einen Orden verdient. Ja, yeah, damit steht es 1:1, Mr. Titan. Leider Kai wurde besiegt. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschung sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. 1600 Pokédollar. Silber erhält. Insektorden! Kennst du die Vorzüge des Insektordens? Durch ihn gehöre ich dir Pokémon bis zu Level 30. Deine Pokémon können zerschneiden und außerhalb eines Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. TM49 ist Zornklinge. Die wird mit jeder Attacke, wo man einsetzt, stärker. Ja, das weiß ich. Lass mich jetzt weg. Lass mich weg. Ja, 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 ja. So, wie ist meiner Pokémon eigentlich geheilt? Ach, es geht sogar. Gut, ich setze Nebulak nach vorne. Wow, meine Pokémon hängen wieder voll in der... Ja, ja, ist klar. Ist klar. Lalalala. Lalalala. Denn da kommt jetzt gleich ein Kampf. Ich renne von einem Megakampf in den nächsten. Nämlich hier kommt wieder unser Rivale. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass du mal gezeugt bist? Was? Hast du geschlagen? Ha, auf zu lügen! Du machst keine Witze. Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Okay, machen wir dich auch noch platt. Fahrzeichen, 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 möchte kämpfen. Schickt Nibblock in den Kampf. Das wird der epische Battle of Epicness. Baulevel 12. Und warum habe ich jetzt Nibblock geholt? Weil es erst eine Hypnose kann. Und ich trifft. Ja, mach du nur deinen Groll. Ja, ja, mach nur. Ich mach weiter Hypnose. Sag mal, Nibblock, warum triffst du eigentlich nie mit Hypnose? Ist das normal? Danke. Warum habe ich jetzt Nebula gegen Nebula gemacht? Weil Geist auf Geist sehr effektiv ist. Ja. Und zwar Schläger, das macht jetzt massiv Schaden. Ja. Sieht ihr? Seht ihr? Und es ist schon wieder... Wir hatten doch mal so einen komischen Aufwecker. Haben wir den noch? Ah, den haben wir sogar noch. Gut. Dann setze ich tatsächlich gleich mal ein hier. La, la. Schlecker, das tut weh. Verdammt. Wow. Ja, und ich bin natürlich gleich paralysiert, ja, ist klar. Mann! Und natürlich bitten... Das läuft gerade suboptimal. Na komm, Nebula, du schaffst das. Du schaffst das! Jawohl, du bist mein Pokémon, so muss das sein. Hast dein Soll ja erfüllt. Level 16 geworden, schön. Er sucht Fluch zu erlernen. Oh, das ist eine schöne Attacke. Die lerne ich doch gleich.
Den erziehe ich mir selber ein bisschen Leben ab, aber belegt den Gegner mit einem Fluch, der kontinuierlich Schaden macht. Da tue ich Groll dafür weg. Er lernt Fluch. La 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 zu bat. Lass ich draußen, obwohl es eigentlich, glaube ich, Biss kann und dann bin ich tot. Egal. Kann's Biss, natürlich kann's Biss. Ja, und Lichtattack auf Geist, sehr effektiv. Au, tut weh. Lala. Da kommt wieder mein Titaniumskugels Tutut. Gefällt mir echt sehr. Muss ich ja mal so anmerken. Superschall ist sowas wie Superschall halt, verwirren. Biss, ja. Machen wir. Tutut hält das aus. Schön gemacht. Und jetzt dürfte er noch sein Tyrakrok haben. Da kommt mein Mirabler. Tyrakrok! Das ist die zweite Entwicklung, also die erste Entwicklung von, wie heißt Kanimani. Soll ich ein Giftpuder machen? Ich mache Giftpuder. Dass kein Fehler war, Giftpuder einzusetzen, naja, egal. Weil dann ist nicht der Gegner vergiftet und das ist gut. Oh, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, aber ich glaube, es müsste... Ja, das überlebe ich locker und lässig. Gut, war trotzdem klug von mir. Absorber! Tam! Oh, das macht wenig... Ei, das macht wenig Schaden. Verdammt! Warum machst du so wenig Schaden, Mirabla? Das gefällt mir mal gar nicht, ne? Aber du kriegst auf jeden Fall einen Trank, wenn du kurz vorm Sterben bist. Ich lass doch nicht mal Mirabla sterben, hallo? Aber gut, dass ich das Gift eingesetzt habe. Das hilft mir jetzt doch mehr, als ich erwartet hätte. Wow. Pam, 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 pam. Wenn du es Absorber. Und dann dürfte es tot sein. Jawohl. Schön gemacht, Mirabla. War schön. Aber ist doch bestimmt ein Level abbekommen, oder? 400. Wow. Ja, ganzes Level abbekommen. Er lernt Stachelspore. Damit kann ich paralysieren. Schön. Fein, wurde besiegt. Nutzlose Pokémon. Nicht du. Das ist nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Und 69 Geld. Schön. Ich hasse Schwäche. Pokémon, Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Sie laufen zu Morgen. Du meinst, das sind sie stark. Dann bist du auf einen allein. Er ist schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Schwäche wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich habe dich gerade besiegt, nur mal zu einem Rand. Hat er eigentlich den Kurt hier oben schon gemacht? Das weiß ich gerade nicht. Ist da, oh, hier ist nichts. Ah, das hat er schon gemacht. Ah ja, okay. Gut. Weiß ich Bescheid. Dann heile ich jetzt meine Pokémon und schau mal, wie weit ich noch komme. La 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 la. Und machen sie wieder topfit. La la la. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. La 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 la. So, dann müssen wir nämlich jetzt hier weiter. Und hier gibt's gleichen. Haben wir jetzt eigentlich schon Schutz? Haben wir schon Schutz? Haben wir schon Schutz? Haben wir schon Schutz? Nö. Gut, dann kaufe ich mir erst Schutz. Denn da kommen wir ein bisschen zu viel Pokémon sonst. Und ja, ne? Und so. Deswegen kaufe ich jetzt Schutz ein und verkaufe gleich noch was. Schutz gibt's doch da bestimmt. Da. Am besten mal so 5. Ja, 5 klingt gut. La 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 la. Verkaufe ich gleich wieder, damit wir ein bisschen Geld wieder reinbekommen. Den Trank brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, aber behalte ich mal. Kann man mal gebrauchen. X-Angriff, X-Abwehr. Supertrank, ja. Ah, einen Köderball haben wir, okay. Ja, okay, okay. Nö. Tschüss. La 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 la. Die Musik ist ja toll. Ich finde sie cool. So, und dann schauen wir doch mal, wo wir in diesen seltsamen Wald hier kommen. Das ist übrigens der Steineichwald und ich setze mal den Schutz ein. Wie wär's denn? Schutz. Hält schwache Pokémon ab und zwar für 100 Schritte, wenn ihr es genau wissen wollt. Und hier ist so ein Typ. Hi. Oh Mist, mein Boss. An der falschen Stelle. Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Vorhinder, das wie dem der Schneiderbäume fällt, nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Ja. Genau. Und da ist das Porenda. Hi. Das ist doch das verschollene Pokémon. Porenda Quack. Ja. Genau. Ist der Bescheid. Und hier ist übrigens ein Item.
einen Beleber. Der belebt natürlich ein Pokémon. Wer hätte das erwartet? Und wir müssen natürlich das Porenta zu dem Typen zurückbringen. Und das ist kein Problem. Porenta, Quack! Porenta! Und er wende ich schon. Porenta! Pam! Voll gegen den Baum. Schön. Hallo Typ, na? Schutzwerk nicht mehr, ja? Gut, dass ich ihn eingesetzt habe. Hi. Ah, mein Porenta, du hast es für uns gefunden, Kleiner. Wir können es nur nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Ah, genau, nimm dies. Silber hält VM1. So, das ist der Schneider. Dieser Zerschneider bringt seinen Punkt bei, um kleine Streuer zu zerstören. Nur nützt den Orden von Azalea City. Und zwar, um solche Bäume hier einzusetzen. Nur haben wir, glaube ich, keins dabei, oder? Glaube nicht. Ja. Myraplan, Iglava, nö. Nö, das sind zwei End-Pokémon für unser Endteam. Denen lerne ich kein Zerschneider. Aber ich habe zum Glück ja noch mein Knuffenser auf der Box. Ich glaube, das werde ich doch mal schnell holen. Und dann kann ich Titanium vor dem Baum rauslassen. Dann weiß er auch gleich, was er zu tun hat, denke ich mal. La 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 la. Nein, nicht. Warum gehe ich in den Pokémon-Supermarkt? Hallo? Was soll das? La 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 la. Was bist du da unten für ein Typ? Hi. Wer schon den Pokémon fahren? Ja, bedanke ich mich. Ja, 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 blubber, blubber. Bla bla bla. Okay. Irgendwas hat er jetzt erzählt. Keine Ahnung. Tata, mitnehmen. Knofenser, mitnehmen, tralla. Liegt eigentlich in unseren Idem-PC, was? Aufnehmen? Ja, ein Zubertrank, wusste ich doch. La 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 la. Hat bestimmt die Mutti für uns gekauft. Und hat er dann bestimmt angerufen und hat gesagt, es soll nicht mehr spenden. Da bekommt man übrigens schöne Items, Herr Titan, nur mal so am Rand. Und zum Beispiel einen Ewigstein oder sowas. Aber, pff, wer will das schon, ne? Ja, und hier kommt noch ein Pokémon, episch. La 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 la. Da ist übrigens noch Mirabla, süß. Männlich, bäh. Geh weg. Ich will kein männliches Mirabla. So. Wir lernen Knofenser, den Zerschneider. Ist übrigens nicht mal schlechter Attacke, 50 Angriff, also geht schon, ja. La 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 la. Zerschneider beibringen, ja, welcher Dachs soll vergessen werden? Wachstum. Erlernt Zerschneider. So, und ich glaube, vor diesem Bild, mit diesem Bild, da weiß er gleich, er soll Zerschneider einsetzen, würde ich sagen, beende ich hier an dieser Stelle den Part. Das war Let's Play Pokémon Silber für heute. Und mich gibt's dann wieder, übernächste Mal. Das nächste Mal dann wieder bei Mr. Titanium 70. Und ich danke wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, man sieht sich im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.